von Gollistik gehittet. Und wie ist das, wenn du Regie machst, ne? Ja. Schreist du dann immer alle an? Ja, klar. Warum muss man das machen? Warum muss man das machen als Regisseur, immer alle anschreien? Ach, das macht man am Anfang. Setzt man ein Zeichen, steckt man sein Terrain an, ab und... Auch Schauspieler? Schreist du auch die Schauspieler an? Ja, klar. Wen hast du schon mal am meisten angeschrien? Welchen berühmten Schauspieler hast du schon angeschrien? Eigentlich, naja, gut, also erst schreibt man den Assistenten an, stellvertretend für die Schauspieler. Und was sagst du denn zu dem Arschloch? Aber am besten sind Praktikanten natürlich zum Anschreien. Die schreist du immer an? Ja, klar. Das finde ich, cool von dir. Ne? Erstmal die niederen Chargen anschreien. Erstmal die ganz unten stehen, also die auch wirklich Angst haben, existenzielle Angst. Mhm. Die kann man ganz gut anschreien. Und was schreist du dann zum Beispiel? Arschloch, du bist zu langsam. Nee, sowas nicht, da kriegt man ja gleich dann Ärger. Da wird man angezeigt, ne? Von der Mutter, von den Praktikanten. Ja, ne? In der Regel kein Humor. Und wie heißen, also wenn zum Beispiel, wenn so ein Assistent David heißen würde, ne? Ja. Dann würdest du immer rufen, David! Genau. David! So, ne? Genau. Und dann zuckt er immer zusammen. Soll ich mal machen? Ja. David! Das ist doch scheiße! Ja, und wichtig sind die Pausen dazwischen. Ja. Also. Das ist scheiße! Und dann? So kann man nicht arbeiten! Dann schön setzen lassen. Das Team hofft, es ist vorbei. Nee, Leute, so geht's nicht! David, komm mal her! Auch wenn David gar nichts gemacht hat? Auch wenn er gar nichts gemacht hat. Ja. Und dann denkst du dir schnell was aus. Wenn der Schauspieler nicht funktioniert, sagen wir mal jetzt Benno Fürmann oder so. Der funktioniert nicht. Wenn er mal nicht funktioniert. Ja, wie oft funktioniert David? Wie oft funktioniert Benno Fürmann nicht? Ja, wenn er mal nicht funktioniert. Ja, wie oft ist das? Wie oft ist das? Einmal, sagen wir mal. Einmal am Tag. Einmal am Tag funktioniert. Krass. Er nicht, einmal oder? Am Tag funktioniert. Und dann sagt er, David, komm mal her. Ist doch scheiße, was ihr hier macht. Ihr müsst da, weißt du so. Oder gut ist auch, Ruhe am Set. Ruhe jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann, so kann man nicht arbeiten. Wie oft soll ich das noch sagen? Das finde ich gut. Und dann funktioniert Benno Fürmann wieder. Genau, und das macht er wieder. Und was sind das für Momente, in denen er nicht funktioniert? Was macht er dann so falsch, der Benno Fürmanns? Der Benno, wir wollen es jetzt nicht auf Benno einschießen. Ich will ihn ja mal wieder besetzen, sonst mag er mich nicht mehr. Also ich bin ja auch darauf angewiesen, dass Leute mich mögen. Ja, aber wenn er nicht funktioniert. Ja, funktionieren muss man schon. Ja, eben. Und wenn der Benno Fürmann funktioniert, dann am Tag immer nicht. Es geht ja Zeit dann auch bei drauf. Ja, da hast du dich jetzt drauf festgesaugt. Warum willst du den dann weiter besetzen, Benno Fürmann, wenn er manchmal einmal am Tag halt nicht funktioniert so gut? Naja gut, also einmal am Tag nicht funktionieren ist ja besser als zweimal am Tag nicht funktionieren oder dreimal nicht funktionieren. Es gibt ja Schauspieler, die funktionieren gar nicht. Welcher? Christian Ulmen vielleicht. Der funktioniert gar nicht? Ja, klar. Also als wir Lehmann gemacht haben, Herr Lehmann gemacht haben, da hat er auch... Haben ja alle gesagt, nee, das funktioniert nicht. Wird nicht. Ja, ich habe den nicht verstanden, den Film. Ist ein MTV-Moderator, also das geht nicht und so weiter. Hat aber dann doch ganz gut funktioniert. Was wir jetzt nach so einem Clip wirklich gar nicht wollen, sind so Kommentare. Das ist wirklich Stammtisch 2.0. Das braucht kein Mensch. Wenn ihr irgendwas scheiße fandet, geht runter in die Kneipe und kotzt die süchtigen voll da unten, aber lasst das Internet mal in Ruhe mit dem ewigen Gehate. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das hier unten gerne aufschreiben. Ihr könnt auch hier draufklicken, sofort ohne Kommentar, im nächsten Clip. Hab ich mir ausgedacht, dass man das jetzt so gleich im Player anklickt. Oder hier könnt ihr was ganz anderes gucken und hier könnt ihr abonnieren. Und da ist die Tür, wenn ihr mal frische Luft braucht. Ah, der mal los.